Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Wir sind heute mal bei Nacht am Guppibach und schauen mal, was hier so kreucht und fleucht. Danach gehen wir nochmal in ein Biotop und schauen mal nach ein paar Amphibien. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So, dann fangen wir auch mal wieder am Ende vom Bach an. Das ist wieder die Stelle vom Bach, wo nach der Unterführung von dem Grobfilter das Wasser durchläuft und nach oben beschleunigt wird. Ja, da waren am Tag auch schon vereinzelt ein paar Fische, die gegen die starke Strömung gekämpft haben. Was man jetzt halt auch sieht, die sind immer noch da und sind halt, ja, nachts halt sehr blass. Ja, am Rand haben wir dann gleich die erste erstaunliche Entdeckung gemacht. Es gibt nämlich doch noch Garnelen im Guppibach, und zwar blaue. Werden wir später aber nochmal genauer zeigen. Ja, ebenfalls am Rand oder am Uferbereich stehen dann die Fische in dem Bereich, wo die Strömung nicht allzu extrem ist, und versuchen zu schlafen, was nicht immer gelingt. Man sieht, die werden auch ab und zu mal einfach von der Strömung, ja, weggetragen. Zwischen den Steinen finden sie ein bisschen mehr Schutz als, ja, da in dem Bereich. Das sieht man auch da. In jeder Ecke ist eigentlich ein Fisch versteckt. Ja, was man auch sieht, sind nachtaktive Turmdeckelschnecken und noch mehr nachtaktive Tiere. Da seht ihr es jetzt unten rechts und ja, so ziemlich in der Mitte oben. Es sind immer noch Antennenwälze im alten Guppibach. Und zwar da, wo die meiste Strömung ist. So wie ihr wahrscheinlich im letzten Video gesehen habt von dem neuen Guppibach, halten die sich am liebsten dort auf, wo halt wirklich sehr, sehr viel Strömung ist. Und ja, das ist ja da auf jeden Fall der Fall. Ja. Und somit haben wir immer noch Antennenwälze im alten Guppibach. Wahrscheinlich sind die tagsüber versteckt oder man sieht sie einfach nicht, weil sie unter den Steinen sitzen. Aber im strömungsstarken Bereich, jedenfalls da, sind auf jeden Fall noch Antennenwälze anzutreffen. Ja, und da sieht man jetzt nochmal, dass die anderen Fische sich halt, ja, die Steine aufsuchen, um sich da drinnen halt ein bisschen zu verstecken, um ein bisschen vor der Strömung geschützt zu sein. Weil das ist echt nicht ohne. Also die Strömung dort ist, glaube ich, somit die stärkste im ganzen Bach, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, man sieht so ein bisschen oder kann es ja ahnen, wie heftig das da ist. Und da unten drunter sitzen halt natürlich auch die Antennenwälze. An der nächsten Stelle drüben auf der anderen Seite, Richtung Fluss aufwärts, da wo dieser Einlaufkorb oder Filterkorb ist, waren wir dann auch. Da sah es dann eher mau aus, also da waren so gut wie gar keine Fische anzutreffen. Auch nicht irgendwie am Boden oder sowas. Keine Ahnung, woran das lag. Das Einzige, was man halt gesehen hat, war einer der zahlreichen Frösche, die da am Rand saßen und vom Licht der Kamera wie erstarrt waren. Also die haben sich überhaupt nicht bewegt. Das ist wahrscheinlich so wie bei Wildtieren, wenn man, ja, mit dem Auto fährt und Fernlicht anmacht. Die bewegen sich einfach nicht, weil die einfach, ja, wie eingefroren sind. Ja, ansonsten, wie gesagt, war die Stelle eher unspektakulär. Ein paar vereinzelte Fische am Boden, die geschlafen haben, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ein paar Zebrabuntbarsche. Ja, ihr seht es ja selbst. Also, da war nichts los. Ja, wir sind dann weiter an den breiten Bereich des Bachs, wo wir auch immer die Intros gedreht haben. Ja, und da haben wir dann noch mehr Garnelen gefunden. Und ja, ihr seht jetzt mal, vermutlich, ja, hat sich diese Art, die blaue Art, jetzt da etabliert und ist nachtaktiv geworden. Wahrscheinlich aus Schutz vor Fressfeinden, weil ihr seht ja selbst, die Fische schlafen nachts. Und durch die blaue Färbung, beziehungsweise auch durch die braune oder, ja, graue Färbung teilweise, haben die da echt die besten Chancen gehabt, sich da zu etablieren. Und sind jetzt wohl nachtaktiv dort im Bach unterwegs. Sehr, sehr krass, was die Natur sich da schon wieder gedacht hat und wie sich die Tiere entwickelt haben. Ja, das weiter in dem flacheren Bereich lagen dann überall am Boden vereinzelt Grünflossenbuntbarsche, Mollys und Guppies zwischen den Steinen und waren am, ja, am Schlafen. Alle sehr, sehr blass, und ich habe auch durch Zufall noch ein paar Garnelen mitgefilmt. Ihr müsst überlegen, alle Aufnahmen, die ich da mache, die mache ich sozusagen blind. Also ich sehe nicht, was ich da unter Wasser filme. Das sehe ich erst jetzt im Videoschnitt, wo ich euch das Voice-Over mache und euch das Ganze dokumentiere. Deswegen wundert euch nicht, wenn da ab und zu mal ein paar Aufnahmen sind, wo am Rand was zu sehen ist und dann aber weggeschwenkt wird. Wie gesagt, ich sehe halt nicht, was ich da unter Wasser filme, während ich filme. Nur, dass ihr mal eine Info habt, wie das Ganze abläuft mit dem Filmen dort. Ja, aber ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die Fische dort alle sehr, sehr am Pumpen waren, also sehr schnell geatmet haben. Das kann wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass sehr, sehr wenig Sauerstoff in dem Bereich ist, weil dort sehr, sehr wenig Strömung ist, das Wasser natürlich sehr warm ist und nachts die Pflanzen natürlich auch nicht assimilieren. Das heißt, dass nicht wirklich Sauerstoff da eingetragen wird, dass deswegen die Fische da, ja, so ein bisschen Sauerstoffmangel eventuell haben könnten. Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Was meint ihr? Könnt gerne mal euer Feedback dazu auch in die Kommentare schreiben. Ja, im Schilfbereich saßen natürlich auch wieder die Frösche, auch wieder parallelisiert vom Licht. Ich fand's sehr lustig, also die saßen echt da wie ausgestopft. Ja, Patrick hat dann mit der Hand nochmal eine Garnele rausgefangen, um euch die nochmal zu zeigen. Da sieht man es jetzt, glaube ich, ganz gut. Ist eher so bläulich bis grau und perfekt an den Untergrund angepasst. Ja, wir sind dann an die nächste Stelle gegangen, das war wieder die Brücke, ist ungefähr die Hälfte
vom Bach. Dort waren ja tagsüber schon sehr, sehr viele Fische und jetzt ja gerade auch. Also waren auf jeden Fall mehr als an den anderen Stellen. Und da ist mir aufgefallen, da sind die Fische nicht so arg am Pumpen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der strömungsreiche Bereich nicht wie bei dem anderen Spot ungefähr 1 bis 2 Meter entfernt war, sondern nur ein paar Zentimeter, also so 30 bis 40 Zentimeter. Und dann kommt die kräftige Strömung. Deswegen ist da ein bisschen mehr Wasserbewegung und wahrscheinlich auch mehr Sauerstoff im Wasser. Also das wäre für mich die logische Schlussfolgerung auf jeden Fall. Das würde auch erklären, warum da so viele Fische auf einmal sind, weil wenn mehr Sauerstoff da ist, ist natürlich die Chance größer, die Nacht zu überleben, ohne zu ersticken. Hört sich blöd an, ist aber wohl so. Also da war auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Überall zwischen den Steinen lagen die Fische und haben geschlafen und ja, waren eher ruhiger. Ja, dann in der Mitte von der Brücke, da wo die Strömung sehr, sehr stark war, da war eigentlich überhaupt nichts an Fischen. Das Einzige, was man halt gesehen hat, ist, dass am Rand, da wo so ein bisschen Steine sind und ein bisschen Bepflanzung, da haben vereinzelt ein paar Fische ja, sich versteckt und vor der Strömung schlafen gelegt. Also sieht man da ganz gut. Sehr, sehr wenig nur, aber im strömungsarmen Bereich ja, sind die halt am Schlafen. Da sieht man auch nochmal ganz gut, dass im Schilfbereich halt überwiegend junge Guppies waren, die sich da aufgehalten haben und dort auch vor der Strömung versteckt haben, die da in der Mitte war. Ja, auf der anderen Seite der Brücke, wo auch am Rand ein bisschen mehr Strömung ist, haben wir dann auch wieder ja, Anzistos gesehen, beziehungsweise das sah mir eher aus wie ein kleiner Wabenschilderwels von der Farbe her. Kann mich aber auch täuschen, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, da waren auf jeden Fall mehrere Anzistos anzutreffen. Die standen da schön in der Strömung und haben da alles abgeweidet. Ja, und anhand der verschiedenen Größen der Tiere kann man auf jeden Fall schlussfolgern, dass da schon mehrere Generationen von Anzistos in dem Bach ja, sich entwickelt haben oder fortgepflanzt haben. Also man sieht kleine, sieht etwas größere, halbwüchsige. Einen großen haben wir auch gesehen, den habe ich leider nicht auf Kamera. Da vorne ist ein ganz kleiner. Also es sind auf jeden Fall ziemlich viele dort am Start, die man tagsüber überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Ja, beim Rausziehen der Kamera ist mir dann noch ein Zufallstreffer gelungen. Und zwar schaut mal hier, das sieht mir eher aus wie eine Grundel statt ein Antennenwels, oder? Also die Augen stehen ziemlich eng zusammen. Und zudem ist er viel schmäler als ein Antennenwels. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ja, wir sind dann noch ein Stück weiter flussaufwärts und dann kam der absolute Hammer. Schaut euch das mal an. Ey, hier sitzt ein Dings, ein Korridorer. Was? Ja, ihr seht richtig und ihr habt auch richtig gehört, da sitzt wirklich ein Korridorer. Und ja, ein sehr, sehr gut genährtes Tier, sieht relativ fit aus, ist halt durch die Lampe auch wieder parallelisiert. Also wir haben den angeleuchtet und der hat sich wirklich kein Stück bewegt, der hat da einfach da gesessen wie eingefroren. Seht ihr da jetzt ja auch. Aber ja, ist fit, ist gut genährt und ja, ich war komplett sprachlos, bin sie jetzt immer noch, dass wir da Korridore gefunden haben. Es wird aber gleich noch viel besser. Also wir haben erstmal versucht, da wir ein Netz dabei hatten, den da rauszufangen, um euch den im Fotobecken mal zu zeigen. Ja, leider hatten wir das falsche Netz dabei. Somit, ja, ihr seht es gleich selbst. Hat es leider nicht wirklich funktioniert, den rauszufangen. Der ist immer wieder entwischt. Wir dachten erst, wir haben ihn, aber ja, war leider nicht der Fall. Aber jetzt passt mal auf, das ist der absolute Wahnsinn. Dieselbe Stelle, er ist einfach immer noch da und bewegt sich keinen Meter weg. Wir haben erst gedacht, keine Ahnung, der ist irgendwie krank oder sonst irgendwas. Aber ihr seht gleich nochmal einen krasseren Grund für diesen Fund hier. Wir haben es dann nochmal probiert. Hat leider wieder nicht funktioniert. Beim nächsten Reinlöschen mit der Lampe und mit der Kamera. Digga, sind auf einmal zwei da. Ein Pärchen. Ich habe gedacht, echt, ich sehe nicht richtig. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass das nicht die einzigen sind. Und dass es kein Zufallsfund war. Wenn da schon ein Pärchen sitzt und keine Ahnung, ob die da ein Gelege haben oder sonst irgendwas. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass sich im Guppibach jetzt Panzerwälze etabliert haben. Und die sich da wohl anscheinend mäßig auch wohlfühlen. Ja, wir haben es dann nochmal auf die Spitze getrieben, haben es nochmal versucht, die ja, Panzerwälze einzufangen. Ihr seht, das Netz ist halt unten elastisch, deswegen haben die ja immer die Chance gehabt, unten drunter durch abzuhauen. Aber der Wahnsinn war, ich habe sogar mit den Fingern dann versucht, das Tier ins Netz reinzuschicken, also reinzuschubsen. Das seht ihr jetzt da. Nicht mal das hat ihn wirklich interessiert, wenn man ihn angeleuchtet hat. Leider ist er dann wieder unter das Netz durch und ja, ist es leider wieder nicht geglückt, ihn einzufangen. Von der Art her dürfte es wahrscheinlich eine Metallpanzerwelt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, hätten wir euch besser zeigen können, wenn wir in dem Fotobecken gehabt hätten. Aber hätte, Fahrradkette. War leider nichts. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wir haben dann natürlich den Rest vom Ufer am Bach natürlich auch noch abgesucht, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch mehr finden. Aber außer wieder die Frösche und Mollys und Guppies, die da am Rand gechillt haben. Ja, war da leider nichts mehr zu finden. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal direkt auf die Suche gehen nach Korridoras beim nächsten Mal, wenn wir dort sind.
Wir sind dann immer noch weiter Richtung Einleiter gelaufen. Das ist jetzt die Stelle, wo tagsüber halt die meisten Hemichromes anzutreffen waren. Ungefähr, ich glaube, ja, 15 bis 20 Meter vor dem Einleiter. Ja, und auch bei Nacht sieht man da ein paar Hemichromes, ziemlich blass. Aber ja, sonst ist da auch nicht viel mehr los gewesen. Da in dem Bereich ist es halt auch wieder ziemlich trüb, weil wir halt in der Nähe vom Einleiter sind, wo halt das Wasser direkt von unten nach oben hochgepumpt wird und da halt die meisten Schwebstoffe sind. Ja, viel sieht man da nicht, aber ja, Hemichrome sind da und ein paar Mollys halt. Ich hatte nochmal versucht, zwischen dem Schilf irgendwie was zu filmen, ob ich da noch was sehe. Eventuell vielleicht nochmal ein Korridoras oder so. Aber ihr seht es ja selbst, es ist leider so trüb an der Stelle, dass man da bei Nacht noch weniger sieht als tagsüber, weil das Licht natürlich diese Partikel reflektiert und man dadurch halt eine Sicht hat von, keine Ahnung, nicht mal 10 Zentimetern. Sehr, sehr schade, aber kann man halt leider nichts machen. Wir sind dann weitergelaufen an die Stelle von dem Einleiter. Ja, dann so relativ am Anfang vom Bach, an dem Einleiter, wo das Wasser halt aus der Erde nach oben hochgepumpt wird, ist es wie immer halt am trübsten. Dort sind halt auch wieder die meisten Fische. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass die Fische dort nicht geschlafen haben, wie ihr da seht, sondern wach waren. Keine Ahnung, warum das so ist. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sehr, sehr merkwürdig, weil da ist ja auch keine Beleuchtung ringsrum oder sowas, dass die halt aufgrund von Beleuchtung hätten wach sein können. Die waren halt einfach wach. Klingt komisch, ist aber so. Ja, mehr ist uns da eigentlich nicht aufgefallen, außer dass die Tiere dort an der Stelle wie immer sehr, sehr gut genährt sind. Und ja, ansonsten alles beim Alten, so wie tagsüber auch. Ja, wir sind dann auch weitergegangen an den zweiten Einleiter, an die zweite Stelle, wo eigentlich die Garnelen und das Nixkraut immer waren. Was hier jetzt nicht mehr der Fall ist. Den Grund dazu haben wir euch ja im letzten Guppiwach-Video erklärt. Ja, und da haben wir eigentlich gedacht, dass wir vielleicht auch nachts aufgrund, dass wir im Bach ja Garnelen gefunden haben, dort auch nochmal Garnelen irgendwie finden. Aber ihr seht selbst, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Zebrabuntbarsche sind da im Gestrüpp ein bisschen drinne, ein paar Fische, aber ja, leider sieht's sehr, sehr schlecht aus mit Garnelen dort an dem Platz, wo früher halt ja alles voll war mit Garnelen. Ja, was wir dann natürlich noch gesehen haben, war wie tagsüber komischerweise ja ein Goldfisch. Einer von vielen, was mir halt echt ein Rätsel ist. Also ich gehe stark davon aus, dass der vor kurzem noch ausgesetzt wurde, weil die Wassertemperatur an der Stelle beträgt ungefähr 32, 33 Grad und das ist auf Dauer auf jeden Fall für einen Goldfisch, glaube ich, ja nicht so geil. Also scheinbar sind die vor kurzem ausgesetzt worden und jetzt ihrem Schicksal überlassen. Ist blöd, soll man nicht machen, darf man nicht machen, aber was soll man machen? Die Leute sind halt echt, ja, mir fehlen die Worte. Gut, dann ist uns aber noch was richtig Heftiges vor die Linse gekommen. Das habe ich jetzt auch erst im Schnitt gesehen. Und zwar passt mal auf, ihr müsst mir jetzt bei der Bestimmung helfen. Das Blaue da, da ist die Zeitlupe nochmal. Ich schätze, das ist ein Salmler, vielleicht ein Neonsalmler, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall auch noch nie im Bach gesehen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den bestimmen könnt. Gleich sieht man nochmal ganz kurz. War wie gesagt ein Zufallstreffer, dass wir den drauf hatten. Und das ist sogar noch ein zweiter. Also keine Ahnung, was es für eine Art ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, um den zu bestimmen. Also noch eine neue Art im Guppibach. Ich bin da mit der Kamera noch so ein bisschen durchs Wasser gefahren, um zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie was Spektakuläres vor die Linse bekomme. Ja, leider außer schlafender Guppies und Mollys war da nicht wirklich was zu sehen. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem gelohnt, was wir da bei diesem Besuch alles Neues entdeckt haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich würde sagen, wenn euch das Video bis hierhin schon gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein kostenloses Abo. Das wird mich und meinen Kanal sehr unterstützen und weitere solche Videos auch fördern. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Wir sind dann natürlich noch weitergefahren und haben ja die Nacht natürlich noch ausgenutzt und sind an einer ja, Halde gefahren, wo wir uns noch ja, sehr, sehr seltene Amphibien angeschaut haben mit dem Patrick zusammen. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung vom Umweltministerium für diese Aufnahmen und ja, für das Filmen dieser geschützten Tiere, die ihr jetzt gleich noch seht. Und ich meine mit Amphibien nicht die Frösche, die ihr jetzt da gerade seht, sondern ein bisschen seltenere. Wir sind jetzt gerade mal auf Nachtexpedition mit dem Patrick, den ihr schon vom Guppibach kennt. Und wir haben hier gerade was ziemlich Spannendes gefunden. Was ist denn das, Patrick? So eine Wechselkröte, ja? Genau, das ist eine Wechselkröte und ja, die sind ziemlich selten, weil die eben anders wie unsere Erdkröten Steppenbewohner sind. Man findet die im Grunde gar nicht bei uns im Wald oder im Garten, sondern die ist angewiesen, man sieht das jetzt auch ungefähr, wo die rumrennt, auf so Schotterflächen und trockene, heiße
steppenartige Gebiete, also Gebiete, in denen man sich eigentlich gar keine Amphibien erstmal vorstellt. Und das hier ist so eine riesengroße Abraumhalde vom Kohlebergbau. Und sind die restlichen Vorkommensgebiete der Art hier bei uns. Krass. Ja, da gab noch einer. Und die kommen nur hier vor, oder was? Ja, die kommen in diesen Steppengebieten vor. Und im Grunde sind das nur winzig kleine Flecken hier in der Region, in denen diese Berge halten sind. Und außerhalb haben die im Grunde keine Chance zu überleben, weil hier das Biotop nicht passend ist. Okay. Ja. Du siehst gerade einer? Ja, hier, also wenn du da genau guckst, dann siehst du die Augen unter dem Busch reflektieren. So. Ich hoffe, wir gehen mal näher hin. Das nicht. Ja. Da ist er. Ah, stimmt, da sitzt er. Ja. Ist wahrscheinlich aus der Felsspalte, die da hinten dran ist, als Tagesversteck rausgekrochen. Und wartet jetzt hier auf Insekten oder irgendwelche kleinen Gliedertiere, die hier durchkrabbeln und diese fressen kann. Krass. Erzähl uns noch mal ein bisschen was zu den Kröten. Genau, also es ist die Wechselkröte und ja, war sogar Amphib des Jahres 2022 und ist halt sehr spezifisch in den Anforderungen, was das Biotop angeht, braucht sehr trocken. Und braucht eben diese Geröllhalden hier, wo sie sich tagsüber in den ganz trockenen Boden vergraben können, sind dann auch geschützt vor der hohen Sonneneinstrahlung. Also hier scheint, da sieht man jetzt nicht, das ist halt Nacht, aber hier scheint tagsüber die Sonne halt voll drauf. Das ist sogar der Südhang, an dem wir uns gerade befinden. Und nachts kommen die raus. Gerade so schöne warme Nächte wie jetzt sind die voll aktiv, fressen. Krass, wir gehen jetzt weiter hoch und da oben ist nochmal... Genau, wir gehen auf den Berg, auf die Halde, ganz oben drauf. Da gibt es nochmal ein kleines Gewässer. Hoffen wir mal, dass es das gibt. Es ist zurzeit extrem trocken, aber da steht relativ lange Wasser. Und vielleicht können wir welche beobachten, wie sie gerade bei der Paarung sind. Die Wechselkröte ist kein Explosivfleischer, also wie die Erdkröte oder der Grasfrosch im Frühjahr. Und kommt einfach aus der Winterruhe und man hat nichts anderes zu tun, als sich direkt auf den Weg zur Vermehrung zu machen, sondern kommt erst so im April, Anfang April, Mitte April aus den Winterquartieren raus und reproduziert dann praktisch über den ganzen Sommer mit viel, viel weniger Eiern, als das die Erdkröte oder der Grasfrosch macht, was einen großen Vorteil für die Art ist, weil es kann halt immer wieder sein, dass die Gewässer, in denen die ableichen, austrocknen. Und so ist das von der Reproduktionsstrategie praktisch für die Art. Die machen halt immer wieder, legen die Gelege in irgendwelche Gewässer, wenn es mal wieder geregnet hat. Und die Quappen entwickeln sich extrem schnell. Es ist halt sehr warm in den kleinen Gewässern. Und wenn mal was daneben geht, also weil es halt austrocknet, dann haben die halt immer noch mal die Chance danach, sich wieder zu reproduzieren. Das geht praktisch durch den ganzen Sommer durch. Carsten, du hast die jetzt erkannt, durch das, dass die Augen leuchten, wenn du so in der Kopflampe anleuchtest, ne? Genau, also die Augen reflektieren, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Katze nachts, die Augen. Und wenn man eine Kopflampe anhat und die Lichtquelle ist nah am eigenen Auge, also die Lichtachse und die Augensichtachse sind nah zusammen, dann hat man die Reflexion relativ gut und die sind, auch wenn das eine sehr hübsche Kröte ist, also mit dem Weiß und den leuchtend grünen Flecken, sind die trotzdem auf diesem Untergrund hier doch schwer zu erkennen. Hier steht auch überall so ein bisschen Gras dazwischen, wo die dann auch drin sitzen. Aber über dieses Reflektieren der Augen doch gut auszumachen, wenn man dann halt hingeht und guckt, dann findet man in dem Regelfall eine Kröte. Okay, krass. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir mal weiter jetzt, ne? Du bist geblendet? Ich auch. Drin? Ja, bin drin. Guck mal da jetzt. Wo ich hinleuchte, in ihre reflektierenden Augen. Und da sitzt wieder eine. Ich hoffe, es flimmert nicht auf der Kamera. Licht aus. Hier stehen wir jetzt vor einem der Reproduktionsgewässer, also in so kleinen Pfützen legen die normalerweise ihren Laich ab. Jetzt ist allerdings derzeit hier wenig los, wahrscheinlich weil es extrem trocken ist und auch die Wassermenge jetzt tatsächlich nicht mehr ausreicht für die. Hoffen wir, dass es in den nächsten Tagen ein bisschen regnet. Also wir sind mitten auf dem Berg hier oben, ne?
Das ist tatsächlich die Bergspitze und ich frage mich hier auch jedes Mal, wie hier überhaupt so viel Wasser hinkommt. Und es ist tatsächlich auch das Gewässer, was am längsten Wasser hat. Muss man sich vorstellen wie so ein Tafelberg und wir stehen jetzt oben auf dem Plateau von so einer Bergehalde. Ja. Aber wir gucken mal, wir waren ja noch gar nicht an allen Gewässern, vielleicht haben wir ja noch Glück. Genau, gehen wir mal weiter. Ja. Ja, das ist jetzt hier der ausgetrocknete Tümpel, wo wir eigentlich gedacht hätten, hier sind noch fast Gelbauchunken oder was? Ja, nee, hier sind Gelbauchunken auch, aber eigentlich ist das der Hauptvermehrungstümpel der Wechselkröten und dem extrem trockenen Frühjahr und jetzt Sommer geschuldet, leider komplett trocken. Aber wir hoffen, dass es irgendwann noch mal einen Regen gibt und dann läuft das noch mal relativ schnell voll. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut, Chris, wenn du mal hier entfilmst. Ja. Dass hier mal Wasser war. Ja, leider, wie ihr gesehen habt, war es zu trocken zu der Zeit, wo wir da waren. Und wir konnten nicht wirklich noch mehr finden und euch zeigen. Aber ich denke mal, wir werden das bei Gelegenheit mal nachholen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir da noch ein komplettes Video drüber machen sollen. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.